sich die ganze Zeit ab. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Mein Internet spackt gerade rum. Hier nur noch eine Sache. Nein! Ach so, scheiße. Oh, nö. Mir fehlt nur noch ein Schritt, dann bin ich soweit. Dann hab ich's. Nein! Ich bin so nah dran. Es fehlt nur noch eine Sache.
Ja, oh Gott, Alter. Wir haben es geschafft. So, jetzt verbrennen wir diese Blöde. Ja, endlich. Wie, ich brauche das noch nicht. Ich will es einfach drüber kippen und dann ist es tot. Hier ist doch diese Knospe. Dieses Zwiebel. Warum? Was übersehe ich? Muss ich mehr machen? Reicht diese eine etwa nicht? Da los. Moment. Lest die Infos gleich. Ich mache jetzt noch eine. Hoho! Aber ich lese es gleich. Ich will nur ganz kurz noch was gucken. Ja, Assistent. Möchten Sie? Ich bin noch immer live, wenn es das ist, was Sie interessiert. Stimmt! Moment, Moment, Momentchen. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich muss da doch ein Buch einsetzen. Und wir haben ein rotes Buch, wo nichts drin steht. Nur habe ich jetzt diese ganzen Behälter drin. So, warte. Warte. Unseren Berechnungsversuch sollten die Anwendung von direkt auf die Wurzeln der Pflanze in 5 Sekunden den Stern führen. Ja. Die Wurzeln. Direkt auf die Wurzeln der Pflanze.
Da muss es hin. Es muss direkt auf die Wurzeln der Pflanze hingehen. Dann weiß ich, fast falsch. Dann weiß ich, was wir machen müssen. Das hier. Haben wir doch super gemacht. Es läuft doch. Es läuft doch. Nein. Fuck. Da wollte ich gar nicht hin. Da sehe ich, wie es läuft, tot. Nein, ich hab's noch nicht mal ausgesprochen und schon sterben wir. Das gibt's doch nicht. Nein, ich bin hier falsch. Ich bin hier voll falsch. Ich bin voll falsch. Leck mich. Leck mich. Was ist denn hier los? Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Oh, Gott sei Dank, wir haben jetzt diese Tür aufbekommen. Oh, fick dich doch. Bro, Alter, ey. Das sehe ich, wie es läuft. Ja, sag gar nichts mehr. Ich war gerade stolz auf meine Leistung und dann kommt sowas, ey. Dann gehe ich da rein. Lecco mio, ey. Lecco mio. Hätte ich doch nur nichts gesagt, dann wäre es bestimmt voll gut geworden. Hätte ich nur nichts gesagt. Wir haben voll viele von diesen Erste-Hilfe-Sprays. Nehmen wir mal so eins. Speichere ich? Nein, ich speichere noch nicht. Da unten waren doch diese Wurzeln. Da können wir doch dieses Ding einsetzen und das verkokeln. Test es mal aus. Jo. Aber meistens, wenn du sagst, test es mal aus, dann ist es richtig. Hahaha, gut beobachtet. Ja, in der Tat, das habe ich. Jetzt wird's peinlich, wenn es dann doch nicht so ist. Ja, du lebst ja immer noch, wie kann es sein? Du sollst schon längst tot sein, Hai. Ja.
Damit ist das auch erledigt. Damit haben wir hier die Wurzeln bekämpft. Ich liebe es, wie die Schuhe klackern auf dem Boden. I love this sound. I don't know why. Das ist eine Störung, but I love this sound. Okay, da lang. Oh mein Gott, ich habe so Angst vor diesem Keller, der noch auf uns wartet, wo diese komischen Geräusche herkamen. Davor habe ich richtig Angst, ja. Also ich weiß, ich habe gerade überlegt, wie weit wir sind, ne, im Spiel. Wir haben noch diese drei Türen mit dem Helmsymbol, die wir noch aufmachen müssen. Wir brauchen noch den grünen Edelstein. Dann brauchen wir noch diese Splitter, dieses Muster für. Bin ich gerade. Achso. Für diesen Kellertür, wo wir dann runtergehen müssen, in diesen blöden Scheißkeller. Und davor habe ich Angst, weil die Geräusche sahen, also hörten sich nicht gut an. Soll ich mal gucken, ob diese Knospen. Davor habe ich Angst. Das ist immer noch da. Ich habe nämlich noch eine Flasche. Kann ich die nicht noch verwenden? Meine ganzen Behälter sind weg. Jetzt kommt also der Bosskampf. Okay. Dann würde ich sagen, also der Boss, Pflanzenkampf. Nur habe ich nichts übersehen. Okay, da lang. Okay. Da ist die Pflanze. Ich gehe jetzt erstmal speichern und bereite mich ja mal für den Kampf vor. Und dann kämpfen wir gegen dieses wunderschöne Blümchen. Und hört das mit Pestiziden. Ups. Kurz hat Julia Orientierung verloren. Ja, gute Idee. Ich weiß nicht, ob jetzt dieses Ding kommen würde, aber ich glaube schon. Ich will es nicht riskieren. Die Wurzel. Obwohl wir die Wurzel ja eigentlich getötet haben. Aber gut. No risk. Ich werde es nicht riskieren. Okay. Warte, ich muss kurz speichern.
Auf Profistufe braucht Blumenzicke 80 Patronen der Pistole. Naja, Gott sei Dank spiele ich nicht auf Profi. Bro, sieht wieder so unordentlich aus. Egal. Ich nehme das mal. Für den Fall, dass uns auf dem Weg gerade Zombies begegnen oder so. Und sobald wir bei der Pflanze sind, pockeschwollen Granatwerfer raus. Das will ich sehen. Ich werde wahrscheinlich sterben. Dieses Selbstbewusstsein, das ich vor ein paar Sekunden hatte, hat mich wieder verlassen. Die Zweifel steigen auf. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir verbrennen's. Ups, ich bin in die falsche Tür rein. Oh mein Gott. Okay, let's go. Let's go. Let's fucking go. What the hell is this thing? Barry! Jill! I thought it was finished. Yeah. That was close. Thanks again. Don't mention it. But what was that? What the hell's going on in this place? Toll gemacht. Ich war bereit. Guck dir mein Inventar an. Ich war bereit. Ich war bereit zu kämpfen. Und am Ende musste ich nicht mal kämpfen. Lustig. Okay, was liegt hier rum? Irgendwas muss hier noch rumliegen. Wow, das war ja... Habe ich sehr gut gemacht, danke, danke. Also, das war eine Meisterleistung. Das war... Das übersteigt jegliche Fähigkeiten, also... kann jeder einpacken hier. Ach da. Super, ich kann nichts tragen.
Kann ich mit Barry reden? Barry. Something about that mansion still bothers me. But I think I'll stay here a little longer. We should split up again and investigate. All right. Okay. Ja. Moinsen. Ich hole mal wieder mein ganz normales Zeug. Aber bevor, ich gehe erstmal was futtern. Das heißt, ich werde den Stream jetzt hier kurzzeitig beenden, damit es halt nicht so lange einfach weiterlädt. Geh was futtern und dann spielen wir auch weiter. Weil es macht gerade mega Laune, das Spiel. Und es lenkt mich gut von meinen Schmerzen ab. Von daher. genau. Wir machen das so. Ich beende den Stream jetzt kurz, geh futtern und dann komme ich wieder. So. Bis gleich!